Willkommen im Let's Play Star Wars The Old Republic. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber ich synchronisiere diesmal nach, weil ich nämlich was ordentlich verkackt habe mal wieder. Ich habe nämlich vergessen, meine Stimme aufzunehmen, weil ich das nämlich zum ersten Mal getrennt probiert habe. Jetzt versuche ich das mal re zu rekonstruieren, was ich so gesagt habe. Ich glaube, zuerst werden wir mal unsere zwei Briefchen lesen. Ich habe nämlich schon länger meine Post nicht mehr angeguckt, glaube ich. Genau. Und Larek Seros schreibt uns und Major Ilun. Geht es euch gut? Ja, Mein Sith Lord. Ich wollte nur sicher gehen, dass weder das Kolikoidenserum noch der Kontakt mit Giftmüll unangenehme Nebeneffekte für euch hatten. Auch wenn ich das größte Vertrauen in die Fähigkeiten von Dr. Tyrek habe, würde ich dennoch ein schnellstmögliche, vollständige medizinische Untersuchung empfehlen. Vorsicht ist besser als Nachsicht, sorry. Ja, mich verwirrt mein Mauszeiger gerade übel. Warum mache ich das so komisch? Okay. Lerex Serus, meine Meisterin, Darth Lacris lässt euch gratulieren. Die öffentliche Verleugnung der Republik von Großmarschall Jakatas Taten hat mehr Schaden angerichtet als erwartet. Der palmoranische Widerstand wurde schwer entmutigt und wir konnten sogar Deserteure aus seinen Reihen rekrutieren. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Rebellion auf Balmorra nur noch eine ferne Erinnerung ist. Meine Meisterin schickt dies mit ihrer fortdauernden Wertschätzung für eurer Bemühungen. 322 Gil. Ja, da hätte sie auch mehr schicken können, ne? Jetzt ist sie ja schon hier. Ja, Kriegsherrin oder Meisterin von Balmorra, was auch immer. Und dann speist sie uns mit 300 Credits ab. Zu Unfassbar. Ihren Diensten, mein Lord. Genau, und jetzt machen wir uns auf die Reise zurück zu Captain Rygel. Warum, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall zurück nach Sabrek erst einmal. Gut. Genau. Also, ich habe nämlich meinen Ton getrennt von dem Bild jetzt, weil das mir jemand gesagt hat. Genauer gesagt, Kai zockt. Muss ich mal unten verlinken. Ja, der hat gemeint, es kotzt ihn voll an, dass mein Rauschen hier zu stark ist. Ja, okay, so hat er es nicht gesagt, aber ja, ich habe halt viel Rauschen. Ja, und mein Computer ist auch übel laut. Und und deshalb klingelt mein Telefon. Wieso? Wieso? Ja, stopp. Kurz Pause. So, nach einer kurzen Unterbrechung. Ich glaube, irgendjemand will nicht, dass ich dieses Video hier mache. Das ist voll schrecklich. Ja. Schaue ich jetzt mal, wo ich hin muss. Da oben hin. Okay, gut. Genau. Also finde ich jetzt auch nicht negativ, dass er das gesagt hat mit dem Rauschen. Ihr könnt mir sowas ruhig sagen, wenn ich hier voll am Abkacken bin, dann versuche ich das irgendwie besser zu machen. Genau. Aber erstmal. Oh, Kimval hat wieder was gesagt. Habe ich gerade festgestellt. Aha. Aber sprechen wir erstmal mit Captain Lavois. Wollt ihr etwas? Captain Lavois, taktische Spezialgruppe 32, Alpha Phantomkrieger Division. Ich bin hier auf Anfrage von Darth Lacris. Mein Sith Lord, wir haben Sie gefunden. Offensichtlich. Ihr hattet doch nicht vor, meine Welt so schnell zu verlassen. Ey, wieder diese Darth Lacris. Die will, hatten nicht genug von uns. Darth Lacris, es ist immer ein Vergnügen, mit einem Sith Lord von Balmorra zu sprechen. Wenn es doch nur um das Vergnügen ginge. Wir beide haben die Republik bei der Balmorranischen Waffenfabrik besiegt. Jetzt ist der Widerstand verzweifelt und sammelt seine verbliebenen Kräfte für einen letzten Angriff. Sie haben mindestens 10.000 Veteranenkrieger im Tal. Genug, um Sobrek zu überrennen. Sofern wir sie nicht aufhalten und die Widerstandsarmee auslöschen. Wie auch immer. Eine Seite wird das Sagen auf dem Planeten haben und eine wird zermalmt. Was macht die Widerstandsarmee so gefährlich? Taktische Einschätzung, Captain. Der Feind setzt Engpässe und giftverseuchte Stellen im Gelände ein, um den Kampfverlauf zu kontrollieren. Unsere Bodentruppen kommen nicht mal an ihre Ziele heran. Aber ihr könnt mir einen Vorteil verschaffen.
Nehmt an der letzten Schlacht um Balmora teil. Führt meine Armee gegen die Rebellen an. Ich werde euch fürstlich entlohnen. Eure Macht, euer Titel, euer Leben. Ohne mich würdet ihr das alles verlieren. Macht euch das klar. Ihr habt mir gut gedient. Colonel Proschen koordiniert Spezialeinsätze an der Front. Er wird eine Strategie mit euch ausarbeiten. Sorgt dafür, dass diese Welt an uns fällt. Lacris Ende. Ich informiere den Colonel, dass ihr kommt, mein Sith Lord. Okay, es geht noch weiter auf Balmora. Die Bonusreihe. Genau, aber erstmal zu Captain Rigel. Rigel? Der Rigel. Und da steht er auch schon. Heute ist ein glücklicher Tag, mein Sith Lord. Beim Widerstand herrscht ein heilloses Durcheinander. Der Wille der Leute ist gebrochen. Balmora gehört fast schon uns. Fast, ne? Aber noch nicht ganz. Anderer Leute Willen zu brechen, bereitet mir großes Vergnügen. Eure Freude ist sehr ansteckend. Wir können euch gar nicht genug für alles danken. Seit Jahrzehnten versuchen wir, diesen Krieg zu gewinnen. Und ihr habt es in einem Bruchteil der Zeit geschafft. Danke. Tja, ich bin halt gut. Aber wie der das gesagt hat, eure Freude ist sehr ansteckend. Wow. Das hat mich sehr überzeugt. Also so freut sich Captain Rigel, ne? Wie so ein Stein. Genau. Was tue ich da jetzt? Auszeichnung. Ah, stimmt. Das hat sich noch geändert. Es gibt ja jetzt kein Limit mehr für die Auszeichnungen für Nicht-Abonnenten, für Free-to-Play-Spieler. Das war im letzten Patch. In dem Video ist es noch nicht so, aber jetzt ist es so. Zumindest, was ich so in den Patch-Notes gelesen habe. Gut, dann müssen wir uns mal aufmachen zum Taxistand und Colonel Proschen finden. Zeige alle autorisierten Ziele. So, es ist zum Glück nicht so weit. Reiseroute bestätigt. Genau. Reiseroute bestätigt. Also, das schneide ich jetzt. So, und jetzt sind wir wieder an einem kleinen Außenposten des Imperiums und möchten gerne mit Colonel Proschen sprechen, der hier irgendwo rumsteht. Da hinten ist er. Aber erstmal Captain Juggert. Oder auch nicht. Nee, ich gehe weiter. Ja, das ist echt lustig. Genau, erstmal der Taxistand. Ja, stimmt. Ich schalte immer erst die Taxistände frei, weil ich denke, wenn mich dann jemand umbringt und dann habe ich keinen Taxistand und dann sterbe ich auch hier real life. Reiseroute bestätigt. Dem Lauftod. So, jetzt aber Colonel Proschen. Ihr müsst Colonel Proschen sein. Ja, mein Sith Lord. Wir haben euch erwartet. Diese Armee, die der Widerstand versammelt hat. Wir verlieren die letzte Schlacht des Krieges und Truppenstärke ist nicht unser Problem. Aber Darth Lacris verspricht, dass ihr helfen könnt und ich habe gelernt, ihrer Einschätzung zu vertrauen. Wie lange arbeitet ihr schon für den Darth? Meine Division diente unter ihr in der Besatzung von Vasset. Ein Kampf von Straße zu Straße für den Ruhm des Imperators. Ich habe meine Männer gebeten, wichtige Ziele des Widerstands für euch zu identifizieren. Ihr entscheidet, wie ihr vorgeht und wir versorgen euch mit allem, was ihr braucht. Und achtet darauf, nicht in die giftigen Gebiete des Tals vorzudringen. Wir erhalten Berichte von irgendeiner Art von Insektenbefall. Selbst der Widerstand hält sich von dort fern. Insekten. Ich bin euren Insekten bereits begegnet. So groß wie ein Mann. Genetisch veränderte Tötungsmaschinen. Dann könnt ihr uns an dieser Front vielleicht auch unterstützen. Der Stützpunkt gehört euch. Wenn ich etwas tun kann, gebt mir einfach Bescheid. So groß wie ein Mann. Ich dachte, sie zeigt jetzt auf Kimbal mit dem Rieseninsekt. Kimbal, das Rieseninsekt. Genau, machen wir eine Sendung. Kimbal, das Rieseninsekt. Oh, Commander Moradin will auch noch mit uns reden. Ihr seht bedrückt aus, Commander. Machen die Rebellen euch Ärger? Wenn wir Vertrauen zum Imperium haben,
lässt das Imperium uns nicht allein. Gestern bin ich aufgewacht, um zu erfahren, dass die balmoranischen Rebellen eine Möglichkeit gefunden haben, unsere Sensoren zu umgehen. Aus Fähren, die sie uns gestohlen haben, haben sie Tarnschiff-Prototypen entwickelt. Aber ich habe nicht den Mut verloren. Heute ist ein Scout buchstäblich über den Ort gestolpert, an dem die Rebellen diese Schiffe verwahren. Das Imperium lässt uns nicht allein. Das bringt nichts, sagten einige. Niemand könne einfach dort eindringen, sich die Codes der Fähren von den Piloten erkämpfen, ihre Flugabwehr vernichten, eine Fähre stehlen. Gebt mir die Einzelheiten. Ihr wisst sehr gut, dass ich zu all diesen Dingen in der Lage bin. Das weiß ich, mein Sith Lord. Die Rebellenpiloten haben die Codes, die ihr benötigt, um an Bord einer Fähre zu gelangen. Aber es ist unmöglich, ihre automatischen Verteidigungsanlagen zu überwinden. Ihr müsst die Laserbatterien zerstören, bevor ihr den Fährenprototypen stehlen könnt. Und dann unter dem schweren Beschuss unzähliger Gegner rausfliegen. Mit Sicherheit ein Abenteuer. Ich will mich nicht schuldig fühlen, also tue ich es. Wie die das so sagt, na, wenn es sein muss, dann mache ich das halt. Ne? Aber das ist sogar keine Helden 4. Ich dachte eigentlich, das wäre eine Helden 4. Es klang so kompliziert. Oh, Helden 2 plus Giftbomben. Im Auftrag von Darth Lachris, der verehrten Gouverneurin des Imperialen Balmora, Kämpferin bei der Belagerung von Coruscant. Dank der Inkompetenz des vorigen Gouverneurs konnte der Widerstand eine Fabrik zur Produktion von chemischen Waffen nahe der Giftmüllbecken errichten. Sie verwenden den Giftmüll zur Herstellung von Bomben, mit denen sie die imperialen Truppen vergiften wollen. Die Bomben werden von den besten Schützen des Widerstands bewacht. Bisherige Versuche, die Fabrik wieder einzunehmen und die Bomben zu zerstören, endeten mit der Vernichtung von 2 erstklassigen Kommandoteams. Helden 2 Plus, nur dann brauche ich wieder Leute, weil diesmal kann ich das nicht alleine machen. Ich glaube, dafür bin ich dann doch zu niedrig und zu schwächlich und Kival hält auch nichts aus. Ah, Captain Juggard, jetzt reden wir aber mit dem, ne? Vorhin bin ich noch dran vorbeigelaufen. Ich bin euch sehr dankbar. Es gab eine Sicherheitsverletzung und die Hilfe der Sith wäre uns höchst willkommen. Vor genau 52 Minuten hat ein republikanischer Spion ein imperiales Großkampfschiff infiltriert. Der schießwütige Abschaum hat 16 loyale Offiziere getötet und konnte mit einer Probe unserer tödlichsten Biowaffe entkommen. Jetzt ist dieser Spion auf Balmora und versucht, die Waffe an die Republik auszuhändigen. Wir müssen sie zurückholen, ehe er Erfolg hat. Das Eigentum des Imperiums wird der Republik nicht in die Hände fallen. Danke. Dieser Betrug muss bestraft werden. Und mit dem Spion fangen wir an. Er ist im Sumpf abgestürzt. Republikanische Suchtrupps sind auf dem Weg. Aber das eigentliche Problem ist die Wildnis. Auf Balmora gibt es einige fiese Raubtiere. Und geht äußerst vorsichtig mit der Biowaffe um. Das Gehäuse ist eventuell beschädigt. Und ich möchte nicht Tausende von Todesopfern erklären müssen. Und wenn doch, dann rennen wir. Hm? Und Colonel Teek noch, dann sind wir hier, denke ich, fertig. Ja. Verdammt! Ich hatte doch hier meine Verstärkung. Ich wollte euch nicht beleidigen, mein Lord. Es ist nur, dass ein Ziel ausgeschaltet werden muss und ich habe nicht die Befugnis, euch darum zu bitten. Die goldenen Nibray-Rebellen haben Traken 4, einen unserer Außenposten hinter dem Makaranischen Sumpf, eingenommen. Wenn sie es schaffen, die Geschützstellungen funktionsfähig zu machen, könnten sie die makaranischen Außenposten mit einem Schlag erledigen. Wir sind auf derselben Seite. Sagt mir, was benötigt wird, und ich kümmere mich darum. Mein Sith Lord, ihr seid wahrhaft patriotisch. Die Hilfe eines Sith ist mehr wert als ein kompletter Aufklärungstrupp. Oberste Priorität ist es, die Energiekupplungen der Geschütze zu zerstören. Wenn ihr das schafft, bevor sie den makaranischen Außenposten angreifen, steht das Imperium in eurer Schuld. Ja. Falls irgendein Quietschen zwischendrin zu hören ist, ich spiele mit einem Kugelschreiber rum. Und nein, nicht dreckig verstehen, das ist wirklich ein Kugelschreiber. Okay, die noch, ne? Kitoma. Schleicht euch nicht so an. Mein Sith Lord. Bitte entschuldigt. Ich habe seit Tagen Wachdienst und
Ich habe momentan die Position einer Rebellenbasis im Auge. Okay, und? Wenn ihr die Position habt, warum wurde noch kein Angriff durchgeführt? Haben wir gemacht. Einige ihrer rangniederen Agenten konnten wir gefangen nehmen, aber niemand wichtigen. Einer der gefangenen Rebellen hat zugegeben, dass sein Team Schlachtfelder nach nicht explodierten Thermaldetonatoren abgesucht hat. Mit dem Thermit bauen sie dann ihre eigenen improvisierten Bomben. Diese Rebellen dürfen das Imperium nicht weiter verhöhnen. Genau das denke ich auch, mein Sith Lord. Wenn ihr dabei seid, denke ich, dass wir diesen Abschaum an ihrem eigenen Spielzeug ersticken lassen sollten. Wir stehlen ihre Bomben und setzen sie gegen sie ein. Ich übertrage die Informationen. Wo die Bomben sind und wo man sie am besten explodieren lässt, um alles hochgehen zu lassen. Wenn ihr es geschafft habt, sagt mir Bescheid. Meine Vorgesetzten werden die blutigen Details wissen wollen. Die blutigen Details. Sehr gut. Und keine Helden 4, das ist schon mal gut. Dann brauche ich nicht so viel Hilfe. Ne? Bomben statt Stiel, eine Kiste mit Thermalbomben. Oder sowas. Genau, und das ist ja gleich in der Nähe. Und was ich noch eigentlich ganz gut fand. Oh Gott, was habe ich denn hier so oben? Ob ich das überleben werde, wenn ich hier runterspringe? Oh je, oh je, oh je. Ja, okay, ich hangel mich hier so runter. Dumm. Oh, Geisterstadt. Werde ich erstmal vorlesen. Der heute als Geisterstadt bekannte Ort zählte zu den vielen kleinen balmoranischen Fabrikstätten ohne Namen und diente als Versuchsstätte der industriellen Landwirtschaft zur Produktion künstlicher, dichter und nährstoffreicher Pflanzen, die schon in geringen Mengen hunderte hungrige Mäuler fütten sollten. Im Zuge der imperialen Invasion wurden alle Bewohner der Geisterstadt ermordet. Seitdem hat sich der Widerstand in das Gebiet eingeschlichen und nutzt die verlassenen Gebäude für Guerilla-Angriffe auf imperiale Truppen und ein nahegelegenes Höhlensystem als Basis für Luftabwehrangriffe und imperiale Staffeln. Die kleinen Gärten wurden auch wieder in Betrieb genommen, um den Widerstand mit Nahrung zu versorgen. So, eine Geisterstadt. Bei Geisterstadt denke ich irgendwie immer an 3 Fragezeichen. Ich weiß auch nicht. Gab es da nicht eine Folge Geisterstadt oder sowas? Ich glaube auch. Ich glaube, es war so eine Folge, wo Peter dann die ganze Zeit so rumgememmt hat. So, ich will doch nicht rein, Geister. Bin mir aber nicht sicher. Vielleicht verwechsel ich es auch wieder. Ja. Was ich heute aber auch wieder mal gesehen habe, schon länger her, dass ich das überhaupt mal wieder geguckt habe, war X-Faktor. Das ist unfassbar. Wo wir schon bei Geistern sind, ne? Aber ich finde es irgendwie doof. Ich finde es irgendwie doof, dass Kimval mir reinredet. Nein. Ich finde es irgendwie doof, dass. Ja, dass ich alle Folgen schon kenne. Das ist doof. Ich weiß zwar nicht mehr, was wahr ist und was falsch. Wenn man da überhaupt von sprechen kann. Er sagt ja dann auch immer, also dieser, wie heißt der? Jonathan Frakes, der Typ halt von Star Trek. Der, nennen wir ihn Riker. Er sagt auch immer, wenn es wahr war, dann ist die Geschichte so ähnlich abgelaufen, ne? Also es ist ja nicht wirklich wahr, ne? Aber egal, was ist schon wahr und was ist schon falsch. So, erstmal kein Wal heilen. Der haut den letzten Mannequin noch tot. Und dann auf zur Kiste. Hier müsste irgendwo so eine Thermalbombe sein. Glaube ich. Aber erstmal die Loyalistin. Ich habe Probleme mit dem Wort Loyalistin. Loyal. Und Separatist. Ah ja, da Zungenbrecher hier. Brecherle. Ja. Ja, ich habe mich gerade erinnert, wie einer mal das Brechen nach dem zu viel eingeführten Alkohol als Brecherle bezeichnet hat. Ja, man kann auch alles verniedlichen, ne? Oh, hier haben wir ganz viele Kisten, die ich leider nicht alle mitnehmen kann, aber ich suche mir einfach eine aus, die hier hinten sieht ja ganz toll aus.
Und das war's auch schon. Ne? Improvisierte Thermitbomben sind das. Wie Termiten. Okay, nicht thermal. Ich denke schon wieder an Schwimmbad, ne? Oh, und da ist noch was, was wir zerstören müssen. Und die stören uns beim Zerstören. Nicht so gut. Und wo ich vorhin angesetzt habe, etwas zu sagen, nämlich was ich ganz gut fand, war, dass die Frage-Beantwort-Session ganz gut angekommen ist. Ich war mir nämlich da nicht so ganz sicher. Aber ich werde das dann auch in Zukunft so machen, dass ich dann die Fragen einfach hier im Video beantworte. Außer ich denke, ich muss das jetzt unbedingt privat beantworten. Wer besser oder wer netter oder wer was auch immer, dann beantworte ich es per PN. Ja, und ich versuche nicht mehr so meine Nachrichten, meine Videos da voll zu spammen mit meinen Antworten. Das war mir schon immer so ein Dorn im Auge, wo ich gedacht habe, soll ich das tun? Ich spam meine eigenen Videos zu, das ist ja doof. Und die heilen sich hier schon wieder, das ist auch doof. Jedenfalls habe ich jetzt keine Fragen zu beantworten. Und ich kriege auch gar nicht so viele Fragen gestellt, zumindest. Oder ich habe die schon alle beantwortet. Ich habe schon viele gestellt gekriegt, aber ich habe, glaube ich, jetzt alles hier auf Null, ne? Hoffe ich doch, dass ich niemanden vergessen habe. Wenn doch, dann schreit und beschwert euch und keine Ahnung, macht mich fertig, was auch immer. genau. Und dieses Wochenende habe ich auch gar keine Videos aufgenommen, weil nämlich dieses Wochenende das Doppel-XP-Wochenende ist. Und es soll ja jetzt mehrere von diesen Wochenenden geben. Und da habe ich die Gelegenheit mal genutzt und Shiomi ein bisschen gelevelt. Shiomi ist meine Sith-Kriegerin. Ich glaube, die war nur zweimal in meinen Videos. Ja, die ist ein bisschen kamerascheu. Nee, und die soll halt endlich mal 50 werden, ne? Was ich aber irgendwie, was mir ein bisschen komisch vorkommt, ist, man kriegt ja als Gratisspieler weniger Experience als Abonnenten. Das heißt, wenn jetzt Doppel-Experience-Wochenenden sind, kriege ich dann eigentlich genauso viel wie ein Abonnent im normalen Zustand. Also ich weiß halt nicht, wie viel weniger Experience man im Regelfall bekommt. Das habe ich überlegt, ob ich mich nicht selber reinlege irgendwie. Aber gut. Inzwischen ist sie Level 45, also gibt es eh kein Zurück mehr. Ich habe schon meine Zeit verschwendet. ohne es vorher nachzurechnen, ja. Ich bin halt kein Schwabe, tut mir leid, ne? Ich rechne sowas nicht im Voraus nach. Das Lustige war, dass ich mit Shiomi fast nur PvP gelevelt habe. Das ging so übel schnell. Shiomi ist ja eh so eine Killerin hier. Ich weiß auch gar nicht. Manchmal wundere ich mich echt, wieso die so viele Medaillen kriegt. Dabei, also, obwohl ich gar nicht viel mache. Ich verteile nur mein Schild und dann ist gut. Und dann, ja, die hat's halt im Blut, ne? Nicht so wie Kimball hier, ne? Das war ich. Ja, sorry, Kimball. Bin wieder gemein. Das ist. Ich weiß auch nicht, woher diese Aversion hier gegen dich kommt. Aber ich habe auch mit Mizuki immer das Pendant zu Kimball hier runtergemacht. Wie heißt der nochmal? Dieser Dinosaurier. Dinosaurierkopf. Ja. Fitzenfest oder so. Nee, andersrum. Fitzenkess. Nein, wie auch immer. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Der Name war so komisch. So, und jetzt haben wir hier noch das Geschütz, das wir. Was müssen wir damit machen? Kaputt machen? Nee. Gerät platzieren. Oh, und dadurch werden sie zerstört. Also im Endeffekt.
ein Endeffekt kaputt machen. Da ist es auch schon explodiert. Genau. Oh, und jetzt bin ich auch schon fast am Ende von meiner Aufnahme. Was ich jetzt noch loswerden will, ist, dass ich, als ich Shiomi da mit PvP gelevelt habe und da ganz viele Leute bestimmt geärgert habe mit meiner Kriegerin. Die armen Jedis, die tun mir ein bisschen leid. Hat Corellian mit mir PvP aufgenommen. Also ich weiß nicht, wann er es hochlädt. Aber auf jeden Fall ist Shiomi da zu sehen. Ist dann wieder ein PvP Together. Weil ich habe es diesmal nicht aufgenommen, sondern nur er. Ja, weil ich wollte mal ein bisschen chillen. Und ja, Krabs wollte auch mal ein bisschen chillen. Ich will doch nur chillen. Die wollen auch nur chillen, deshalb lagen sie auf dem Boden. Es sind ja übel die Heiler hier. Oh je. Genau. Und Rivea habe ich natürlich nicht gelevelt an dem Wochenende, weil... Naja, ich hätte es mit PvP machen können, aber dann ist sie... Sie ist ja jetzt schon zu hoch für Balmora eigentlich. Deshalb... Ja. Passt das schon so, ne? Ich bin beides auch ganz glücklich. Hat mal ein paar Tage frei gehabt. Der Todesschrei von der Twi'lek. Die Arme. Gut. Dann würde ich sagen, ist hier auch mal Schluss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau. Da irgendwo hier, ne? Muss auch so viel kaputt machen. Bis zum nächsten Mal.